So, guten Tag erstmal. Ja, Schalke verlor gestern gegen Bayern im eigenen Stadion, wie wir es auch, denke ich, alle erwarten konnten, mit 2:0. Ja, das war eine erwartete Niederlage. Dennoch müssen wir ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe ja nicht viel gesehen, ich habe mir die Highlights angeguckt nochmal, ne, und hab so gehört, was andere zu dem Spielverlauf gesagt haben, und weil ich war gestern Abend arbeiten, ich hatte Spätschicht, ne? Da war ich arbeiten, konnte ich das leider nicht sehen. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir ja jetzt angeguckt, und alles in allem, denke ich, geht das in Ordnung. Also die Mannschaft, die hat gekämpft, da habe ich auch von vielen gehört, die Mannschaft hat wieder gekämpft. Die haben es versucht, die haben sich reingehauen, haben gekämpft, und das ist ja auch das, was wir von unserer Mannschaft sehen wollen und was wir auch von unserer Mannschaft da erwarten können, ja. Dass sie kämpfen, dass sie die Leidenschaft an den Tag legen. Das haben die wieder gemacht. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch viel höher ausgegangen gegen die Bayern, ja. Schwolo hat, das habe ich auch in den Highlights genannt, hat einige Male sehr gut gehalten, und an den Toren, die Bayern da schoss an die Beine, da war er machtlos. Er konnte da nichts machen, und ansonsten, ja, ist eine Leistung, muss ich sagen, die in Ordnung geht. Jetzt am letzten Spieltag vor der Winterpause, ne, und ich würde auch, also ich habe das so Dings durch die ganzen Kommentare von den anderen Fans auch, die ich gehört habe. Aber ich würde sagen, es ist eine gute 3. Ja, und die ich für das Spiel geben würde. Ja, schade dennoch, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Wirklich schade, und jetzt geht es dann am nächsten Spieltag, das ist aber erst im Januar. Am 20. geht es dann weiter. Am 20. Januar geht es ja weiter noch mit der Hinrunde, weil die ist ja noch nicht beendet. Spielen wir gegen Frankfurt. Ja, auch das wird natürlich, muss ich ja sagen, Frankfurt ist gerade in Form. Das wird nicht leicht, ja, und aber vielleicht können wir auch dann einen Punkt mitholen, und oder vielleicht sogar einen Dreier einfahren, wenn man richtig kämpft, wenn man einen guten Tag erwischt und Frankfurt vielleicht mal einen schlechteren Tag erwischt, ja, ist vielleicht da mal ein Dreier drin. Mein nächstes Video gibt es dann irgendwann, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich von der WM Videos machen werde. Nach den deutschen Spielen, da weiß ich noch nicht, überlebe ich noch vielleicht. Ansonsten erst wieder, wenn Schalke wieder gespielt hat. Mach's gut, ciao.